Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 12, die Große Anfrage der Abg. Schott, DIE LINKE und Fraktion betreffend Schwermetallverseuchung durch K&S Rückstandshalte Hattorf, Drucksache 19/4778 zu Drucksache 19/4354. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Als erste Rednerin spricht Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wie gefährlich die Halden mit ihren salzhaltigen Abwässern sind, hat die Freisetzung von Schwermetallen und Aluminium in das Grundwasser unterhalb der Halde Hattorf deutlich gezeigt. Erst durch das Nutzungsverbot von Gewässern zum Schutz der Menschen im Juli letzten Jahres, ausgesprochen vom Thüringer Landesamt, ist das Problem öffentlich geworden. Das heißt aber nicht, dass die zuständigen hessischen Behörden nicht schon viele Jahre früher von der Verseuchung gewusst hätten. Bereits 2010 wurde das Regierungspräsidium Kassel wie auch das HALNUG und die thüringischen Behörden durch einen Eigenbericht zur Grundwasserüberwachung im Umfeld von K+S über die Anreicherung der Giftstoffe im Grundwasser informiert. Weder habe das RP Kassel es für nötig gehalten, das Ministerium zu informieren, so die Darstellung der Landesregierung, noch K&S aufgefordert, Maßnahmen gegen die Grundwasserverseuchung zu ergreifen. Die Begründung, warum weder das Ministerium informiert worden sei, noch Anordnungen vom RP an K+S ergangen sind, lautet: Der durch Schadstoffe beeinflusste schwebende Grundwasserleiter trete in Hessen nicht zutage, und der Hauptgrundwasserleiter ströme Ulster und Werra zu, fließe also nach Thüringen, antwortet uns die Landesregierung. Und weiter, ich zitiere: Auch oberflächliche Austritte von Halden-Sickerwasser beeinflussten Grundwässern wurden bisher auf hessischer Seite nicht beobachtet. Und der Hauptgrundwasserleiter im Umfeld der Halde Hattorf wurde bisher auf hessischer Seite nicht genutzt. Auf thüringischer Seite wird das Grundwasser aber sehr wohl genutzt und tritt in einer Quelle aus. Das wussten auch die Beamten des RP Kassel. Hat sie laut hessischer Landesregierung aber nicht interessiert, weil wir in Hessen das Wasser ja nicht nutzen. Mehr St. Florians Prinzip geht ja wohl nicht mehr. Damit so etwas nicht passiert, gibt es Umweltgesetze, die vom RP Kassel aber nicht eingehalten wurden. Auch 2010 galt bereits das Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie. Das Verschlechterungsgebot gilt nicht nur für Fließgewässer, wie uns das Umweltministerium in den vorliegenden Antworten weismachen möchte. Es gibt in den Wasserrahmenrichtlinien keine unterschiedlichen Verschlechterungsverbote für Grund- und für Fließwasser. Das ist Quatsch, Frau Ministerin. Sie versuchen mit juristischen Spitzfindigkeiten von den Versäumnissen des RP und der Landesregierung abzulenken. Ein Streit darüber erübrigt sich, weil in Europa Grundwasser unter einem besonderen Schutz steht. Das Wasserhaushaltsgesetz macht unmissverständlich klar, dass von Abfalllagerstätten noch nicht einmal die Möglichkeit einer Gefährdung für das Grundwasser ausgehen darf. Von der Hattorfer Halde gehen aber Salze, Aluminium und Schwermetalle aus. Das wenigstens hätte dem RP auffallen müssen. Die Untätigkeit des RP Kassel in 2010 und den Folgejahren ist ein schweres Versäumnis. Und jetzt, weil von der Landesregierung nicht geahndet, sondern mit den dummdreisten Antworten auf unsere Fragen legitimiert, hat sich die hessische Umweltministerin dieses Problem zu eigen gemacht. Sie hätten nach Kenntnisnahme, wann immer dies gewesen sein mag, Frau Ministerin, sofort einschreiten müssen. Die Haltung der hessischen Landesregierung im Frühjahr 2017 ist beschämend. Sie gehen mit den Menschen auf Thüringer Seite um, als seien sie weniger schutzbedürftig als Hessinnen und Hessen, sozusagen Menschen zweiter Klasse, denen man den Dreck aus Hessen einfach vor die Füße kippen kann. Ich finde das empörend. Von der hessischen Landesregierung gab es bis jetzt kein Bedauern, dass die eigenen Behörden nicht sofort reagiert haben, kein Hinweis darauf, dass man das hätte anders handhaben können und müssen, dass die Kommunikation unglücklich gewesen sei oder Ähnliches. Sie legitimieren die Haltung, dass es den hessischen Behörden komplett egal ist, was aus Giftstoffen aus Hessen auf Thüringer Seite wird. Frau Ministerin, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben sollte, der Kalte Krieg ist seit Jahrzehnten beendet. In der Großen Anfrage
Ja, weil die auf die Versenkung verzichtet haben, weil sie festgestellt haben, dass das irreparable Schäden verursacht. Sollten Sie sich mal hinter die Löffel schreiben. In der Großen Anfrage teilt die Hessische Landesregierung mit, dass sie einen Austausch zwischen Thüringen und Hessen, der über die Informationsverbreitung des Monitorings zur Halde Hattorf hinausgehend, ich zitiere, nicht für erforderlich hält. Wir sehen das deutlich anders. Das Land Hessen muss die enge Zusammenarbeit mit den thüringischen Behörden suchen und Verfahren zur Aufarbeitung und Wiedereinlagerung der Halde unter Tage vorantreiben. K+S muss mittelfristig auf diese Verfahren verpflichtet werden. Dass eine Regierung das machen kann, zur Einhaltung des Gewässerschutzes sogar dazu angehalten ist, ein privates Unternehmen auf ein bestimmtes Produktionsverfahren zu verpflichten, teilt die EU-Kommission Deutschland und Hessen im Schreiben vom Oktober 2015 mit, falls Sie also Zweifel daran haben, dass das gehen könnte. Schlimm genug, dass von den Rückstandshalden überhaupt Salzabwasser in das Grundwasser gelangt. Das muss von K+S gestoppt werden. Bereits das zweite Mal fragen wir das Umweltministerium, ob auch an anderen hessischen Haldenstandorten Giftstoffe mobilisiert werden können. Ein Jahr, nachdem die Problematik öffentlich geworden ist, aber 6 Jahre, nachdem die hessischen Behörden von der Wasserverseuchung erfahren haben, erhalten wir als Antwort, dass die Frage der möglichen Freisetzung von Schwermetallen und Aluminium an anderen Haldenstandorten, ich zitiere, derzeit nicht bewertet ist. Viele Millionen Kubikmeter Trinkwasser können gefährdet sein, und die hessischen Behörden schaffen es über 6 Jahre nicht herauszufinden, ob das so ist. Das ist doch unfassbar. Also, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass so etwas eigentlich in diesem Land passieren kann. Hier passiert es aber tatsächlich. K+S hat eine Haldenerweiterung beantragt. Da sollten diese Informationen doch grundlegend sein. Und tatsächlich war die Verseuchung von Grundwasser bei dem Erörterungstermin für die von K+S geplante Haldenerweiterung am 16. Februar 2016 Thema. Das waren 4 Monate, bevor das Thüringer Landesamt die Notbremse ziehen musste. Wir zählen jetzt einmal eins und eins zusammen. Die Aufhaltung von Reststoffen ist ein zentraler Entsorgungsweg des 4-Phasen-Plans der hessischen Umweltministerin. Ohne die Option der Aufhaltung hätte dieser Plan nicht vorgestellt werden können. 2015 und 2016 haben Sie sich, Frau Ministerin, und Ihre Fachabteilung nach eigenem Bekunden intensiv mit der Aufhaltung und der Abdeckung von Halden beschäftigt. Zeitgleich läuft im RP Kassel das Genehmigungsverfahren zur Haldenerweiterung und der Erörterungstermin mit den einschlägigen Experten. Wollen Sie uns etwa weismachen, dass an dem Anhörungstermin keine Ministeriumsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen teilgenommen haben? Frau Ministerin, das glauben wir Ihnen dann nicht. Und dass Sie und Ihr Ministerium erst im Juli 2016, 6 Jahre nach den grundlegenden Informationen von dem Problem erfahren haben wollen, ist auch mehr als zweifelhaft. Das Wissen über die Mobilisierung von Schadstoffen durch Salzabwässer gehört zu den Grundlagen. Und dann kommt aus Ihrem Ministerium auch noch diese absurde und sträfliche Erklärung, warum das RP nicht gehandelt und nicht informiert haben soll. Sie wollten die Schwermetallproblematik unter den Teppich kehren, weil sie die Aufhaltung sowie die Versenkung infrage stellt. Ja, auch die Versenkung. Das Problem der Mobilisierung von Giftstoffen durch Salzwasser betrifft nämlich nicht nur die Halden. Wie die Große Anfrage zu entnehmen ist, kann die Landesregierung nicht ausschließen, dass durch die Versenkung von Salzabwässern ebenfalls Aluminium und Schwermetalle freigesetzt werden. Es gibt laut Landesregierung seit Oktober letzten Jahres sogar erste Hinweise, dass dies im Raum Hattorf und Wintershall der Fall ist. Wann, Frau Ministerin, wollten Sie dem Umweltausschuss und der Öffentlichkeit eigentlich mitteilen, dass auch durch die Versenkung Schwermetalle und Aluminium in das Grundwasser gelangen können? Mit diesem Wissen kann weder die Versenkung noch die Aufhaltung genehmigt werden. Deshalb schweigen Sie über dieses Thema. Und es ist wie immer. Wir fordern Sie auf, den Ausschuss, die Öffentlichkeit, die Parlamentarier hier zu informieren. Und wir laufen den Informationen hinterher. Wir kriegen sie erst, wenn alles ohnehin schon öffentlich ist. Ihre Zusicherungen sind nichts wert an der Stelle. Das Problem mit den Haldenabwässern wird in Zukunft größer und nicht kleiner. K+S hat seit 2009 die Menge an Produktionsabwässern verringert. Durch die angewandten Verfahren ist aber die Menge der festen Salzabfälle größer geworden.
K+S selbst geht davon aus, dass sich das Volumen der drei großen hessischen Halden bis zum Ende der Produktionsphase sogar verdoppeln wird. Und damit vermehren sich auch die Haldenabwässer. Und das sind die Abwässer, die wir auf alle Ewigkeit haben werden, nicht nur während der Produktionsphase. 2015 waren es etwas über 2 Millionen Kubikmeter. Bis zum Ende der Produktion wird die Menge auf knapp 4 Millionen Kubikmeter pro Jahr anwachsen. Um das Aufkommen der Haldenabwässer zu verringern, sollen die Halden laut Bewirtschaftungsplan abgedeckt werden, aber nur zu 60%. Das heißt, selbst bei gelingender Abdeckung fallen nach dem Produktionsende jährlich zwischen 800.000 und 2 Millionen Kubikmeter Salzwasser an, also ungefähr so viel, wie wir in den letzten Jahren auch hatten. Das Problem bleibt uns auf alle Ewigkeiten erhalten. Das ist keine grüne Umweltpolitik, Frau Ministerin. Ob die Abdeckung für Halden dieser Größe und mit solch steilen Flanken technisch überhaupt zu realisieren ist, ist mehr als fraglich. Wir haben danach gefragt, ob die Landesregierung eine standsichere Abdeckung einer Rückstandshalde mit ähnlich steilen Flanken bekannt sei. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Ja, ist die Antwort. Aber überall da, wo es gemacht worden ist, sind großflächige Versuche immer wieder auch abgestürzt. Und das Material, das Sie dafür haben wollen, können Sie weder in der Zusammensetzung benennen, giftfrei benennen, noch in der Menge, noch wo es herkommen soll. Frau Ministerin, das ist keine verantwortliche Politik für die Zukunft. Es ist keine für die Gegenwart und erst recht keine für die Zukunft. Eine grüne Umweltministerin, Frau Kollegin, muss bitte, das Problem Wort anders lösen. Und Arbeitsplätze kriegt man damit auch nicht sicher. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich möchte Sie nur bitten, künftig solche Begriffe wie dumm dreist zu unterlassen. Das entspricht keinem parlamentarischen Umgang miteinander. Ich rufe auf Kollegen Landau. Sie haben das Wort. Das ist überrascht. Tut überrascht. Ja. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Thematik rund um das Unternehmen K+S und die im Rahmen der Kaliproduktion auftretenden Umweltprobleme beschäftigen uns ja schon seit Längerem und immer wieder. Sie beschäftigen uns verstärkt, seit die Linkspartei jede Gelegenheit nutzt, hier ein Thema zu skandalisieren. Und nichts anderes tut sie auch mit dem heutigen Antrag. Und lassen Sie mich gleich hier am Eingang ganz deutlich herausstellen. Alleine die Überschrift mit dem Begriff Verseuchung. Alle anderen sprechen von erhöhten Werten, Sie sprechen von Verseuchung. Das hört sich nach etwas ganz Schlimmes an. Und am Ende, das werde ich Ihnen auch gleich darlegen, es ist eine Situation, die unschön ist. Es ist aber keine dramatische. Und es ist auch keine Situation, wo man sozusagen in großer Sorge verfallen muss. Aber genau das Gegenteil wollen Sie hier weismachen. Lassen Sie mich aber ganz im Gegensatz zu Ihnen mal sachlich in die Thematik einführen. Was haben wir für eine Problematik? Sie müssen sich so vorstellen, wenn eine Tonne aus dem Untergrund herausgeholt wird, dann können Sie von dieser Tonne nur 20% als Produkte verwerten. Der Rest kommt dann auf die Halde. Und somit haben sich dann über die ganzen Jahrzehnte hinweg Rückstandshalden aufgebaut, die sicherlich das eine oder andere an Auswirkungen auf ihre nähere Umgebung haben. Es kommt ein zweites hinzu. Sie haben eine poröse Oberfläche, und diese poröse Oberfläche nimmt das Regenwasser auf. Und durch bestimmte Dinge, da gibt es einen technischen Begriff, auf den komme ich jetzt nicht gerade, kann dieses gelöste Salzwasser dann durch die Halde marschieren und in den Untergrund gelangen. Und da löst es hervor oder begünstigt durch ganz bestimmte Bodenbeschaffenheiten, löst es Schwermetallionen aus dem Untergrund, die dort gelöst sind, heraus. Und das ist mir deshalb so wichtig, Ihnen das im Detail vorzutragen, weil diese Schwermetallteile nicht aus der Halde an sich kommen, sondern sie befinden sich im Untergrund. Es ist wichtig, dass man das weiß. Sie kommen, ich sage es noch einmal deutlich, nicht aus dem aufgehalteten Material. Es gibt noch zwei andere Dinge, und die haben Sie dann, weil Sie ja immer K+S sozusagen als ein schwarzes Schaf hinstellen,
Es gibt noch zwei andere Dinge, die dort noch hinzukommen und die dazu beitragen, dass es zu Schwermetallbelastung kommen kann. Das sind einmal sogenannte geogene Dinge im Untergrund. Und das sind alte Abteufhalden, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden sind und natürlich auch Auswirkungen auf ihre Umwelt haben, die aber, und das will ich damit deutlich machen, die aber natürlich dann ganz andere Ursachen haben als das, was die heutigen Halden dort herbeiführen. Was wir gemerkt haben, und das ist dann schon eine Sache, wo wir alle sozusagen auch forschen müssen, ganz besonders K+S, diese Wirkzusammenhänge im Untergrund, die sind erst jetzt mit dieser aktuellen Problematik aufgetaucht. Die waren so nicht bekannt, und da ist noch Forschungsbedarf. Also, es kann nicht sein, so wie Sie es darstellen, das sei alles in Gänze und völlig klar bekannt. Nein, dort gibt es in der Tat noch einige Dinge, wie der Untergrund auf den Zutritt von Salzabwässern reagiert, gibt es in der Tat noch viele Forschungsansätze, und K+S befindet sich da auch dran, um so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir wissen ja immer, im Untergrund sind viele Dinge uns nicht ganz so bekannt. Dann will ich auch mal ganz klar sagen, die Eigenüberwachung des Unternehmens hat funktioniert. 2011 hat es eine entsprechende Meldung über erhöhte Schwermetallwerte gegeben. Und die sind dann im Rahmen der behördlichen Mess- und Beobachtungspläne dann auch an die beiden Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden, nämlich das Thüringer Landesverwaltungsamt und das Regierungspräsidium Kassel, weitergegeben worden. Wenn jetzt gesagt wird, ja, warum hat das Ministerium erst relativ spät oder viel später davon erfahren, das liegt einfach daran, dass man zwar gesehen hat, es sind erhöhte Werte, aber es besteht kein Anlass zur Sorge, und es ist auch kein Trinkwasser oder anderes gefährdet. Deshalb hat man dort nichts weitergegeben. Auch aktuell, und das will ich sagen, gibt es keinen Grund zur Panik, wie Sie es mit Ihrem Antrag hier aber gerne vortragen möchten. Und dazu will ich Sie einmal in den Untergrund führen. Es gibt da zwei Grundwasserleiter, nämlich einmal den schwebenden Grundwasserleiter und den Hauptgrundwasserleiter. Und wenn Sie sich dann den östlichen Bereich der Halde Hattorf angucken, dann ist zwar festzustellen, dass dort in diesem schwebenden Grundwasserleiter, der nicht weit unter der Erdoberfläche ist, dass dort eine Belastung stattfindet und dass dieses Wasser dann auch an einer Stelle dann noch auftritt, also quasi eine Quelle an den Obergrund, in die Oberfläche gelangt, und dass es von dort dann über die beiden Gewässer Ulster und Werra dann natürlich auch weiter verbreitet wird. Aber man muss einfach sagen, Messungen haben ergeben, dass die Konzentration so etwas von gering ist, klar durch die entsprechende Verdünnung, dass auch hier kein Anlass zur Sorge besteht. Der Hauptgrundwasserleiter, dort sind in Thüringen keine erhöhten Werte festgestellt worden. Und auf der westlichen Seite der Halde sieht es so aus, dass dort welche in der Tat aufgetreten sind. Aber dort sind zwei Dinge anzumerken. Erstens, es wird nicht weiter genutzt, dieses Wasser. Und es tritt auch nicht an der Oberfläche, sodass es weder mit Mensch noch Tier in irgendeiner Weise in Berührung kommt. Also auch da kann man, ist es vielleicht eine etwas unglückliche Formulierung, aber man kann auch da ein Stück weit Entwarnung geben. Aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion, und das möchte ich auch deutlich herausstellen, ist das Unternehmen seiner Verantwortung und seinen Verpflichten nachgekommen. Bereits 2015 ist das Unternehmen nämlich schon tätig geworden, um diese Problematik anzugehen. Man hat eine Wasserfassung im Bereich der Quellen östlich der Halde. Man hat eine Grundwasserfassung durch Brunnenspiegel, den Bau einer Liniendrainage, Abpumpen, Reinigung, Verwenden des angesammelten Wassers und dann Nutzung für die Produktion. Das alles hat man sozusagen in die Wege geleitet. Und man ist auch dabei, die Errichtung einer Brunnengalerie im Abstrombereich des Grundwassers sozusagen vorsorglich, dass irgendwo, es ist nicht bekannt, aber dass irgendwo doch eine Trinkwassernutzung mal stattfindet, dort einzuführen. Und neben diesen vielen kurz- und mittelfristigen Maßnahmen, die das Unternehmen relativ früh schon ergriffen hat, arbeitet man natürlich auch an langfristigen Konzepten, wie man nämlich zum einen diese, ich hatte es ja schon angeführt, Schwermetallmobilisierung im Untergrund verhindern kann. Da ist man auf die Erkenntnis gelangt, dass eine Kalkeinfräsung in die Haldenoberfläche möglicherweise sehr hilfreich ist und das wenigstens minimiert, wenn nicht sogar verhindert.
Und natürlich die Haldenabdeckung wird in diesem, oder ist in diesem Zusammenhang auch zu nennen. Es ist ja ganz klar, wenn ich eine Halde abdecke, dann habe ich natürlich auch nicht die Salzsickerwässer, die im Untergrund überhaupt zu dieser Mobilisierung führen können. Und auch da ist das Unternehmen sehr intensiv dabei. Wir alle wissen, es steht in dem Maßnahmenpaket der Flussgebietsgemeinschaft Weser zu dem Bewirtschaftungsplan. Und die ersten Probeansätze sind da hoffnungsvoll. Ich hatte da immer bisher Skepsis, aber ich muss sagen, von dem, was ich bis jetzt vernommen habe, das klingt alles relativ gut. Ich will zum Schluss noch einmal ganz deutlich sagen, das Verhalten von Ihnen, von den LINKEN an dieser Stelle, ist nicht in Ordnung. Es ist deshalb nicht in Ordnung, weil Sie für Unruhe und Sorge nicht nur bei der Bevölkerung dort sorgen, weil natürlich dann gleich Ängste aufkommen, sondern Sie betreiben natürlich damit auch wieder ein böses Spiel. Sie erklären hier immer wieder, dass Sie eigentlich für die Beschäftigten des Unternehmens kämpfen wollen. Aber auf der anderen Seite bei der erstbesten Gelegenheit, wenn sich dort auch nur ein Ansatz zeichnet, wo ein Umweltproblem sein könnte, dann hauen Sie voll da rein und möchten das Unternehmen sozusagen an die Wand stellen und sagen, es ist skrupellos, es kommt seiner Verantwortung nicht nach. Wir sehen das anders. Das Unternehmen geht dort der Sache nach, in natürlich Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden. Und, ich hatte es eingangs schon gesagt, die Situation ist sicherlich nicht erfreulich, aber sie ist auch kein Anlass zu übergroßer Sorge, und man kümmert sich darum. Und in diesem Dreiklang, denke ich, können wir einen Haken an diese Sache setzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Landau. Als nächster Redner hat Kollege Lenders von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, der Kollege Landau hat es mir eigentlich schon vorweggenommen. Das, was DIE LINKE hier macht, das ist Skandalisierung. Das ist, hat mit dem, was da die Große Anfrage eigentlich hergibt, überhaupt nichts zu tun. Frau Schott, ich muss mich da schon manchmal fragen. Sie sind doch eine Partei, eine Fraktion, die immer auf staatliche Lösungen setzt. Warum misstrauen Sie dann auch dann aber immer so sehr zutiefst den staatlichen Einrichtungen? Am Ende ist ja genau das, was Sie hier immer wieder sagen. Sie glauben nicht, dass die Verwaltung hier richtig handelt. Sie glauben immer, dass es hier Verschwörungstheorien gibt. Also, ich kann das alles nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn man dann ein bisschen weiterliest und Ihre Fragestellung, dann merkt man ja schon, dass es dann auch sehr stark davon geprägt ist, von Informationen, die Sie scheinbar aus Thüringen, aus der thüringischen Landesregierung erhalten. Meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, wieso denn die thüringischen Landesregierungen da besser arbeiten sollten oder Ihnen vertrauensvoller zusammenarbeiten sollten, als es die hessischen Verwaltungen tun. Meine Damen und Herren, wir sind in der Fraktion, wir misstrauen grundsätzlich erstmal staatlichen Einrichtungen, weil per se, wenn sie auf staatliche Lösungen setzt. Aber, meine Damen und Herren, hier sehe ich überhaupt gar keinen Anlass dazu, was diese, ob das Regierungspräsidium oder das Ministerium richtig gehandelt hat. Meine Damen und Herren, es gibt nur einen einzigen Punkt in der Großen Anfrage. Das kann vielleicht die Ministerin dann hier auch einmal aufklären. Und zwar ist das die Frage, in der Tat, das Regierungspräsidium in Kassel wurde, bekam die Analysen aus den thüringischen Quellen im März 2010. Und, es ist dann, die Informationen sind dann wohl erst einmal an das HLN-Look gegangen und dann erst im Juni 2016 an das Ministerium. Warum da fast 6 Jahre dazwischen liegen, das ist in der Tat einmal erklärungsbedürftig, meine Damen und Herren. Und da kann man sich dann auch nicht damit rausreden nach dem Motto, es gab ja keinen Vorfall, das war sozusagen nicht zu melden. Denn dann ändert sich ja im Juni 2016 etwas. Dann hat ja dann wohl doch eine Meldung stattgefunden. Und was hat sich denn da eigentlich geändert? Warum ist denn dann doch das Ministerium über die Vorgänge informiert worden? Das müssen Sie dann hier schon einmal erklären, bei allem Vertrauensvorschuss, den wir Ihnen jetzt hier eigentlich schon entgegenkommen lassen. Meine Damen und Herren,
Meine Damen und Herren, das, was die LINKE hier macht, ist Skandalisierung. Das hat auch mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Wenn man sich einmal anschaut, aus welcher Zeit die Halden entstanden sind, meine Damen und Herren, da muss man schon einmal sagen, da sind wir in der Zeit der 60er Jahren. Da sind wir in der Zeit der 60er Jahren. Da hat sich einer über Umweltschutz in dem Sinne überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht. Da haben wir Halden, Mülldeponien gehabt, die hatten null Abdeckung. Da ist da über Grundwasserabsicherung überhaupt noch gar nicht nachgedacht worden, meine Damen und Herren. Und da reden wir gar nicht von der Zeit vor der Wende. Vor der Wende, Frau Schott, als Ihre Vorgängerpartei, als Ihre Partei Verantwortung getragen hat in der DDR, da war die Wehra tot, Mause tot. Da hatten wir Schaumkronen auf der Wehra. Das ist die Situation, von der wir kommen. Ja, das mögen Sie jetzt nicht hören wollen, aber die große Umweltpartei, das war die SED nur wirklich, weiß Gott nicht. Das war die SED nicht. Meine Damen und Herren, wir sind seit den 60er Jahren, haben sich die Mengen gegenüber heute um mehr als 90% senken lassen. Das ist ein Erfolgsrezept, was wirklich K&S auch für sich verbuchen kann. Alleine, wenn wir uns mal was die Salzwassermengen anbelangt, wenn wir uns das mal anschauen von 1997, wo wir noch 20 Millionen Kubikmeter hatten und wo wir heute im Jahre 2018 auf rund 5,5 Kubik zurückkommen werden, auf 5,5 Millionen Kubikmeter zurückkommen werden. Das ist ein Ziel, das ist ehrgeizig, das ist klar, da gehört auch das Maßnahmenpaket vollumfänglich dazu, meine Damen und Herren. Das ist ein Erfolg, und das kann man auch sagen. Da hat auch Staatsministerin Hinz auch einen großen Anteil dran. Das kann man hier nicht kleinreden, meine Damen und Herren. Das kann man gar nicht totschweigen, wenn man einigermaßen in der Sache drin ist und nicht skandalisieren will. Jetzt hätten auch meine Kollegen auch klatschen dürfen. Meine Damen und Herren, zu diesem Maßnahmenpaket gehört die Abdeckung. Etwas, was Staatsministerin Puttrich in ihrer Zeit immer gesagt hat, es wird nicht funktionieren, die Haldenabdeckung. Diese Landesregierung von Ministerin Hinz hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, das mit der Abdeckung zu versuchen. Man kann da sicherlich immer kritisch hinterfragen, aber wir sind in einem Versuchsstadium. Und bevor nicht das Gegenteil bewiesen ist, dass die Abdeckung nicht funktioniert, meine Damen und Herren, das größte Problem werden immer die Halden sein. Es wird auch immer Abwässer geben. Aber wenn wir nicht wenigstens versuchen, die Halden abzudecken, meine Damen und Herren, dann könnten wir ja gerade sozusagen gleich aufgeben. Es ist der richtige Versuch. Ich hoffe auch, dass es funktionieren wird, meine Damen und Herren, weil das am Ende auch die Zukunftssicherung für das Unternehmen K&S ist und auch für die Arbeitsplätze. Was ich den LINKEN nicht durchgehen lasse, ist die Frage, da sagen Sie jetzt auch, dass Sie hier permanent sich als die besseren Umweltschützer aufspielen wollen und gleichzeitig aber auch versuchen darzustellen, dass Sie sich aber für die Arbeitsplätze einsetzen. Meine Damen und Herren, wenn in diesem Haus einer die Arbeitsplätze bei Kali und Salz wirklich nachhaltig gefährdet, dann ist das die Linksfraktion und niemand anders. Niemand anders. Niemand anders. Meine Damen und Herren, wir werden gemeinsam daran arbeiten, die Situation bei Kali und Salz zu verbessern. Da hat das Unternehmen ein Interesse daran, da hat dieser Landtag ein Interesse daran. Bis dato habe ich auch diese Landesregierung so kennengelernt, dass sie ein Interesse daran hat. Wenn wir diesen Prozess auch nicht unkritisch begleiten, meine Damen und Herren, ich bin gespannt, was die Ministerin noch sagen wird, was diesen einzelnen Punkt anbelangt, was diese Diskrepanz da von 6 Jahren anbelangt. Aber vielmehr gibt diese Große Anfrage nur wirklich nicht her. Danke, Herr Kollege Lenders. Als nächster Redner spricht nun Kollege Warnecke von der SPD-Fraktion. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Beantwortung der Großen Anfrage deckt einen Skandal auf. Wie steht es so schön auf der Seite
10 des Protokolls die Auswirkungen nicht ordnungsgemäß betriebener, nicht ordnungsgemäß stillgelegter Abfallhalden sind derart signifikant, dass Salzquellen, die aus den Auswaschungen aus den Salzhalden herrühren, in den Fluss aufsteigen. Darüber hinaus steht dort, dass die entsorgenden Abraumsalze bzw. die Salzhalden illegal weitere Abfälle enthalten und, und. Wir reden nicht von Kali und Salz, sondern wir reden von dem Vorzeigeunternehmen Eiber Potash, das uns immer als Unternehmen genannt wurde, das vorbildlich und beispielhaft für Kali und Salz handelt. Frau Schott und liebe Fraktion der LINKE, wir weisen mit Entschiedenheit zurück, dass das das Beispiel für Hessen und Thüringen sein soll. Wir weisen das mit Entschiedenheit zurück. Dort ist das Problem, dass die wohl offenkundig in diese Halden Stoffe eingebracht haben, die bei Kali und Salz im wahrsten Sinne des Wortes nicht drin enthalten sind. Dort sind Plastikanteile drin, dort sind die viel zitierten Schwermetalle, von denen Sie gesprochen haben, drin. Dort sind in der Tat Verunreinigungen vorhanden, die die bergrechtlichen Genehmigungen zu abfallrechtlichen hätten machen müssen. Diese gab es nie. Dieses Unternehmen hat jetzt riesige Probleme, seine Salzhalden, für die es keine Genehmigung gibt, in irgendeiner Form im wahrsten Sinne des Wortes aus der Landschaft zu schaffen. Und das ist der Hintergrund vor den Differenzen, die wir immer diskutieren zwischen Deutschland und Spanien. Und ein weiterer Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch zu großer Zufriedenheit von allen wahrzunehmen, nämlich der, dass das Oberlandesgericht Jena all den aufgeheizten, von der Staatsanwaltschaft Meiningen betriebenen Untersuchungen nicht nur einen Riegel vorgeschoben hat, sondern darüber hinaus gesagt hat, diese entsprechenden Maßnahmen, die auch in Hessen zu Durchsuchungen geführt haben, sind unangemessen gewesen, in Inhalt und Form. Auch das ist von Ihnen immer wieder skandalisiert worden. Der dritte Punkt, kommen wir zu der Anfrage im Teil Bundesrepublik Deutschland. Auch dort gab es ja eine Zeit lang eine Diskussion darüber, dass in den Halden Schwermetalle drin seien, in den Halden. Dort wurde wieder einmal vorschnell argumentiert. So wie Sie argumentieren, Frau Schott, überlegen Sie es einen Augenblick, bedeutet es, dass das, was wir im Moment an Material, an Erdmaterial haben, ja verseucht und vergiftet ist. Und zwar per se. Dort sind nämlich Schwermetalle vorhanden. Die sind im Moment aufgrund der Bodenstruktur gebunden und durch den Zufluss der Wässer von Kali und Salz sind sie gelöst worden. Aber Ihre übliche Argumentation ist ja nicht die, Ihre übliche Argumentation ist ja nicht die zu sagen, weil da was rausgelöst wurde, sei es ein Skandal, sondern weil es vorhanden ist. Demzufolge müsste man nach Ihrer Logik diese Böden im Moment abtragen, weil da ja Schwermetalle drin sind. Jeder hat gemerkt, wie absurd das wäre. Das ist in der Natur durchaus üblich, dass es unterschiedliche Bodenbestandteile und Strukturen gibt und dass die mit unterschiedlichen, im wahrsten Sinne des Wortes, Wässern auch unterschiedlich reagieren. Aber von Kali und Salz, Frau Schott, von Kali und Salz sind die, und lesen Sie Ihre ersten Pressemitteilung nach, sind die Schwermetalle in diese Böden nicht eingeleitet worden. Warum erkläre ich das? Weil ich glaube, dass die ständige Skandalisierung von nicht vorhandenen Skandalen uns am Ende nicht weiterführt. Herr Lenders hat darauf hingewiesen, dass es technische Möglichkeiten gibt, die im Moment auch genutzt werden, um die Frage, wie mit dem Grundwasser umgegangen wird, zu regeln. Frau Schott, auch Ihr Argument, das Sie erneut gebracht haben, dass man Stoffe nicht irgendwie einleiten darf, würde beispielsweise dazu führen, dass ein neues Medikament von Merck entwickelt, zur Hälfte vom Körper aufgenommen, zur Hälfte ausgeschieden, in der Kläranlage vorhanden, dort nicht rausgefiltert, in den Fluss gelangend, dazu führen müsste, dass wir das Medikament verbieten, Frau Schott, weil es gelangt in die Umwelt. Und mit normaler Klärwerkstechnik kriegen Sie es nicht raus. Das ist Ihr ständiges Argument, indem Sie sagen, ein Stoff, der irgendwo neu auftritt, würde dem Verschlechterungsverbot widersprechen. Und wir haben Ihnen schon ein paar Mal versucht zu erklären bei den LINKEN, dass das nicht das Argument ist. Dafür gibt es in unserer Industriegesellschaft, in unserer Dienstleistungsgesellschaft sogenannte Grenzwerte. Wenn die überschritten werden, dann muss gehandelt werden. Weil Ihr grundsätzliches Argument, von dem Sie ausgehen, sonst dazu führte, dass wir alle Neuentwicklung schlicht und einfach vergessen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dass Sie eine solch fortschrittsfeindliche Position einnehmen, verwundert mich schon. Denken Sie immer vom Ende Ihrer Argumente. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will allerdings auf einen anderen Aspekt noch hinweisen, der so nicht ganz ohne ist. Mancher denkt ja, wo bleiben eigentlich die Meldungen von Kali und Salz, dass die nicht produzieren können? Gucken Sie nach draußen, gucken Sie in die Flüsse, gucken Sie an das, was das schöne Wetter im Moment ausmacht, nämlich wenig Regen. Eigentlich könnten die doch gar nicht mehr produzieren. Warum können die produzieren?
weil sie im Moment Folgendes machen, was vermeintlich eine Lösung ist. Die fördern beispielsweise gut 4.000 Kubikmeter in LKWs und Tankwagen und fahren die zum Bergmannssegen Hugo jeden Tag. 4.000 Kubikmeter jeden Tag. Da kostet der Kubikmeter bummelig 40 €. Wenn das 100 Tage läuft, sind es 16 Millionen € netto. Da wird mancher sagen, ah ja, dieser privatkapitalistische Großkonzern müsste sich das halt mal leisten. Wenn das bei 4 Millionen Kubikmeter wäre, 4 Millionen, das ist noch nicht einmal die ganze Menge, würde diese Lösung dazu führen, liebe Kolleginnen und Kollegen, also 4 Millionen insgesamt, also nicht 100 Tage, 400.000, sondern 4 Millionen, würde das nur dazu führen, dass Kali und Salz ein kleines Problem bekäme. Die Uni würde nicht einmal mehr Gewinn machen. Der Gesamtkonzern Kali und Salz würde keinen Gewinn mehr machen. Also alle Geschäfte auf der Welt, die die treiben, würden nicht reichen, Gewinn zu machen. Was das für Konsequenzen hat, können wir uns alle vorstellen. Aber da das ja nicht die stoffliche Ebene ist, will ich einmal darauf zurückkommen. Man kann ja einmal ein bisschen nachrechnen, was da im Moment von uns getrieben wird für die Umwelt. Für die Umwelt. Für jeden Kubikmeter, den wir transportieren, brauchen wir 9 Liter Diesel oder 108 Kilowattstunden. Ist nicht gut, ne? Nö. Also es ist keine Lösung. Aber es ist ja eine Lösung. Es ist ja eine Lösung. Wir gehen ja mit stofflichen Dingen um, und die Lösung kann ja nicht sein, dass wir die wegzaubern. Frau Schott. Und die vermeintliche Lösung, darauf will ich hinaus, diese vermeintliche Lösung ist im Kopf vieler so, wieso? Es gibt ja im Moment gar keine Probleme. Es ist doch alles geregelt. Nichts ist geregelt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum ist nichts geregelt? Weil die Frage der Vollproduktion für Kali und Salz natürlich nach wie vor ein Thema ist. Und wenn ein Unternehmen gezwungen wird, im Grunde genommen gegen die schwarze Null oder die rote Null zu produzieren, wissen Sie, wie lange das auf den Kapitalmärkten funktioniert. Die diesjährige Aktionärsversammlung hat mit 30 Cent pro Aktie bei vielen der Aktionäre für hohe Verärgerung gesorgt und nicht dafür gesorgt, dass das Unternehmen mehr wert ist. 30 Cent pro Aktie hat für hohe Verärgerung gesorgt. Und was heißt das am Ende? Das heißt, am Ende entsteht wieder die Debatte, kann man den Konzern möglicherweise nicht zerschlagen. Denn wenn ein Konzern im Moment 3,5 Milliarden wert ist, der gerade 3,5 Milliarden in Kanada investiert hat, ich habe das Argument schon einmal gebracht, und alles andere, was Sie auf der Welt betreiben, ist sozusagen nichts wert, dann gibt es da entsprechende Rechenstuben von entsprechenden Fonds, die sagen, Moment mal, wenn wir dann einen Teil des Geschäfts verkaufen und den anderen überhaben, haben wir ein bombiges Geschäft gemacht. So absurd ist das an den Kapitalmärkten. Das wird übrigens durch so Argumente befördert, bei denen zunächst einmal irgendwas in die Luft gestellt wird oder in die Welt gesetzt wird und am Ende sich herausstellt, das ist ja alles gar nicht so. Und der Skandal, wie von Herrn Lenders geschildert, kann durch relativ einfache technische Maßnahmen aufgelöst werden. Aber worum geht es Ihnen eigentlich? Es geht Ihnen ja eigentlich gar nicht um diese Debatte. Es geht Ihnen ja eigentlich um die Haldenerweiterung, die aussteht. Wenn diese Haldenerweiterung nicht käme, wissen Sie, dass Kali und Salz das nicht durch flüssige Rückstände mal eben kompensieren kann und sagen kann, ah ja, dann fördern wir mehr halt durch Flotation oder so und produzieren mehr durch die Flotation und dann wird dieses Restwasser, ja, was machen wir denn damit? Sondern Sie wissen, dass das ESTA-Verfahren ein relativ umweltschonendes ist. Und die Strategie, die DIE LINKE dann mal offenlegen sollte, ist die, was ist denn die Alternative dazu? Und kommen Sie mir nicht mit Ihrem Argument, dem Eingang, das Sie hier gewählt haben, einfach zu schreiben, dann müsse man das einfach in den Untergrund, in die Hohlräume verbringen. Sie wissen ganz genau, dass das nicht funktioniert mit diesen Mengen. Und Sie behaupten es trotzdem. Und das ist das, was eigentlich unsere vielen, vielen Debatten, die wir hier im Landtag geführt haben, und wo wir uns auch über manches streiten können, ein bisschen unfruchtbar ist, macht, wenn man einfach Dinge, die argumentativ schon mehrfach vorgebracht wurden, für die es nicht einmal alternative Argumente gibt, dass jemand anders sagt, es sei aber anders, dass Sie die trotzdem immer wieder in die Welt setzen und so tun, als wenn es da eine andere Lösung gäbe, Frau Schott. Das ist nicht, perspektivweisend. Ich will vielleicht noch zwei Dinge zum Ende benennen, weil es ja immer über Alternativen zu diskutieren gilt. Eine Alternative ist die solare Eindampfung. Darüber wird ja auch geredet. Das wird z.B. am Toten Meer gemacht. Ein Drittel des Wassers, das am Toten Meer fehlt, entsteht durch die Eindampfung von entsprechenden Produkten, die man anschließend gewinnen will, auch Kaliprodukten. Da gibt es eine Firma, die produziert ungefähr so viel wie Kali und Salz, und die hat Stapelbecken in einem Volumen, um einzudampfen, von 150 Quadratkilometern. Ich mache mir das bei unserem Klima gar nicht vorstellen, wie viele Landkreise wir zukünftig mit Stapelbecken belegen müssten, aber 150 Quadratkilometer.
ein Drittel des Problems des Wassers im Toten Meer entsteht nicht direkt durch die Landwirtschaft, sondern entsteht dadurch. Das wird uns als Alternative genannt. Und damit vielleicht als letzten Satz nicht so ganz die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergessen werden bei all unseren Debatten. Die haben im letzten Jahr, diejenigen, die Kurzarbeit gemacht haben, bei einem Lohn von 2.500 € auf 450 € im Monat verzichten müssen. Herr Kollege, Sie müssten zum Ende kommen. Das war auch der letzte Punkt. Auf 450 € verzichten müssen. Diese Komponente wird gar nicht diskutiert. Und wenn Sie mir nicht sagen können, wie Sie diese Probleme mitlösen, als Partei, die angeblich jedenfalls die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Blick hat, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, nützen auch solche großen Anfragen nichts, außer dass wir mitbekommen, dass der Skandal woanders in der Tat vorhanden ist und nicht bei uns. Ich danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Erfurth von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Nach Herrn Warnecke zu reden, ist für eine so kleine Person wie mich eine Herausforderung, was die Höhe des Pultes angeht. Genau. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch wenn es trivial klingt, ich möchte zu Beginn noch einmal deutlich machen, die mehr als 100 Jahre Kalibergbau im Werra-Revier haben Schäden an Natur und Umwelt hinterlassen. Das haben wir hier im Landtag seit mehreren Jahren intensiv diskutiert. Und wir GRÜNE haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das Unternehmen im Sinne des Bestandsschutzes seiner Arbeitsplätze und aus Eigeninteresse auch sehr viel eher und sehr viel hätte intensiver damit beginnen müssen, sich um die Begrenzung dieser negativen Umweltauswirkungen zu kümmern. Ich kann feststellen, meine Damen und Herren, seit Umweltministerin Priska Hinz im Amt ist, gibt es erstmals eine Gesamtbetrachtung der Schäden an Natur und Umwelt. Und es gibt eine gemeinsame Linie der Hessischen Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die sich jetzt daran ausrichtet, Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen. Und das ist bei diesem schwierigen Prozess wahrhaft nicht einfach. Wir haben Leitlinien, an denen wir diesen Prozess orientieren. Ich sagte es schon, es geht darum, die Schäden an Natur und Umwelt zu minimieren. Es geht darum, die bereits entstandenen Schäden zu sanieren. Es geht darum, die Produktionsstandorte und die Arbeitsplätze zu erhalten, solange eben der Bergbau noch möglich ist. Und was eben auch ganz wichtig ist, die Nachbetriebsphase muss in den Blick genommen werden. Denn es ist ja in der Tat so, dass die Haldenabwässer uns noch über sehr, sehr viele Jahre begleiten werden. Und es geht darum, meine Damen und Herren, auch das finde ich wichtig, das Verursacherprinzip einzuhalten und dafür zu sorgen, dass das Unternehmen auch dafür aufkommt, was es sozusagen an Umweltschäden anrichtet und dass wir diese Umweltmaßnahmen auch für die Zukunft aus den Gewinnen des Unternehmens finanzieren können. Und dann kann man das Unternehmen nicht strangulieren. Da gebe ich Ihnen ein Stück weit recht, Herr Warnecke. Und alle Rednerinnen und Redner haben es gesagt, die Fraktion der LINKEN versucht heute mal wieder mit der Kleinen Anfrage bereits im Umweltausschuss sehr mit der Großen Anfrage, ja, das ist die Große Anfrage, sonst hätten wir sie hier nicht, das wäre viel schöner, also bereits im Umweltausschuss behandelten Vorgänge erneut aufwärmen. Das haben wir alles im Umweltausschuss sehr intensiv bereits besprochen. Das können Sie auch nachlesen in dem Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 29. September 2016. Und Sie bemühen sich wieder krampfhaft, Frau Schott, aus all dem, was Sie da zusammenrühren, einen Skandal zu stricken. Sie haben umfangreiches Zahlenmaterial angefordert, um einen Beleg dafür zu finden, dass in Hessen nicht ausreichend Vorsorge getroffen wird, um Grund- und Trinkwasser zu schützen. Oder auch, um der Ministerin vorwerfen zu können, sie habe irgendetwas verschwiegen oder hätte da eine Geheimverschwörung irgendwo in ihrem Ministerbüro angezettelt. Und sie haben dabei ein sehr festgefügtes Bild, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie dieses Szenario denn aussehen müsste. Und, liebe Frau Schott,
wenn die Antworten der Landesregierung nicht so in das Bild passen, wie nämlich die Antworten auf diese Große Anfrage, dann schnippeln Sie die ein bisschen auseinander und mischen die Daten ganz gut, so in der Hoffnung, dass Ihnen dann niemand mehr folgen kann, und legen einfach ein neues Puzzle, das Ihnen gefällt. Und wenn dann diese Puzzlestücke nicht so richtig zusammenpassen, dann wird noch ein bisschen geschnitten. Das erinnert mich immer an so Kinderspiele. Und dann wird noch einmal ordentlich draufgekloppt. Und es muss doch irgendwie zusammenpassen, dass das am langen Ende auch in Ihr Bild passt. Und ich will noch einmal versuchen, die Tatsachen ein Stück zusammenzufügen. Es gibt eine Belastung mit Schwermetallen. Das ist so. Das ist gar nicht wegzudiskutieren. Das hat auch die Ministerin im Ausschuss nicht wegdiskutiert. Das können Sie auch im Protokoll nachlesen. Das können Sie auch wieder in der Antwort auf die Große Anfrage zusammenfügen. Deshalb sind es ja auch die ständigen Messungen, die dort durchgeführt werden müssen. Das Monitoring wird ja auch deswegen immer enger. Das ist alles bekannt und überhaupt nicht das große Geheimnis, was Sie hier uns vorgaukeln wollen. Auch das, der Kollege Warnecke hat darauf hingewiesen und auch der Kollege Landau, die Belastung kommt nicht aus den Rückständen von K&S selbst. Diese Schwermetallbelastung, die Salzbelastung sehr wohl. Aber die Schwermetallbelastung kommt nicht aus den Rückständen von K&S selbst, sondern sie kommt aus den Schwermetallen im Boden. Wenn wir aber die Halde nicht hätten, dann hätten wir auch die Anlösung der Schwermetalle nicht. Also ist hier sozusagen die Frage von Henne und Ei, muss man immer auch vorsichtig sein. Also, ursächlich sind nicht die Rückstände von K&S, aber ursächlich ist das Haldenwasser, das nämlich dann die Schwermetalle in der Bodenschicht auflöst. Von daher hängt das doch irgendwie zusammen. Und unter der Halde, das hat der Kollege Landau sehr ausführlich erläutert, gibt es diesen schwebenden Grundwasserleiter, in dem sich die gelösten Rückstände sammeln. Und dieser Grundwasserleiter, der kommt aufgrund der geologischen Gegebenheiten in Thüringen zutage. Und deshalb sind eben die Situationen unterschiedlich zu beurteilen. Wir haben im Moment nichts zu besorgen, was die Grund- und Trinkwasserversorgung in Hessen angeht, weil es da diese Austritte nicht gibt. Die gibt es in Thüringen. Und deshalb ist es richtig, dass die Thüringer Behörden sich darum kümmern. Und deshalb können Sie überhaupt keinen Vorwurf machen in Richtung Landesregierung oder RP, dass man sich nicht gekümmert habe. Weil Sie können im Protokoll sehr wohl nachweisen, dass RP und Landesamt in Thüringen hier die Messungen verdichtet haben und dass man angewiesen hat, K&S angewiesen hat, genau nachzugucken, woran das liegt. Also das, was Sie hier als Skandal kontrollieren, Kollegin Schott, das gibt es nicht. Und das können Sie auch aus diesem ganzen neuen Puzzlespiel überhaupt nicht zusammensetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch einen Blick auf die Antwort auf die vorletzte Anfrage in der Großen Anfrage lenken. Das ist sehr schön zusammengeführt. Darauf hat auch der Kollege Warnecke hingewiesen. DIE LINKE führt uns ja immer wieder hier als leuchtendes Beispiel vor, dass doch bei Iberopotash in Spanien sehr vorbildlich mit dieser Abraumhalde umgegangen wird. Und Sie tun immer so, als wäre das sozusagen der Schlüssel zum Erfolg, wenn man es nur so machen würde wie in Spanien. Und ich bin jetzt fast versucht, Ihnen die Antwort im Wortlaut vorzutragen. Das würde allerdings die verbleibende Redezeit sprengen. Ich kann Sie aber nur ermuntern, das nachzulesen. Es ist wirklich interessant. Lesen Sie das einmal im Wortlaut nach, was da steht, weil es nämlich ein für alle Mal mit dem Märchen aufräumt, dass Iberopotash in der Frage der Salzhalden ganz besonders vorbildlich ist. Das ist es nämlich nicht. Das ist es nämlich nicht, Frau Schott. Ja? Nur mal in Kürze. Es gibt dort fünf Salzhalden, die nicht den EU-Bergbaurichtlinien entsprechen und die nicht ordnungsgemäß betrieben werden. Diese Situation haben wir hier nicht. Die Halden hier, auch wenn sie nicht schön sind und wenn wir uns nicht über sie freuen, werden gesetzeskonform betrieben. Und diese Halden werden außerdem, obwohl sie sozusagen gegen EU-Recht verstoßen, auch noch als illegale Abraumhalden benutzt für andere Abfälle. Auch das ist hier Gott sei Dank nicht passiert. Und dann sind diese Verstöße gegen den ordnungsgemäßen Betrieb, die sind dann Ursachen für Salzquellen, die das Trinkwasser in Madrid gefährden. Ja, mein Gott, dann müssen doch die Behörden handeln und müssen dafür sorgen, dass diese illegal betriebenen Salzhalden abgebaut werden. Ja, das
Alles andere wäre komisch, Herr Lenders, da stimme ich Ihnen zu. Und deshalb ist es nur richtig und folgerichtig, dass diese Halden zurückgebaut werden. Und daraus jetzt ein Beispiel für Hessen zu stricken, also das ist mehr als abenteuerlich, Frau Schott. Da blenden Sie die Realität aus. Ich kann den Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN einfach nur einmal empfehlen, den Text nicht nur zu lesen, sondern auch damit zu beginnen, ihn verstehen zu lesen. Vielleicht haben wir dann alle mehr davon. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Von der Landesregierung spricht nun Frau Staatsminister Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist richtig, es gibt keine schadlose Produktion bei K+S. Und gerade deswegen ist es ja auch richtig, sinnvoll und notwendig, dass zur Überwachung der Auswirkungen der Kaligewinnung auf die Umwelt in Nordhessen K+S ein umfangreiches Monitoring der Gewässer durchführt. Das müssen die selber natürlich machen, das ist völlig klar, streng nach dem Verursacherprinzip. Das machen die auch. Grundlage hierfür bilden die Vorgaben der hessischen und der thüringischen Behörden, die sich hier abstimmen und gemeinsam auch immer gegenüber K+S entsprechend auftreten. Damit können mögliche Auswirkungen auf das Grundwasser oder die Fließgewässer frühzeitig erkannt werden, und es kann dann auch rechtzeitig reagiert werden. Die Untersuchungen, um das hier deutlich zu machen, beinhalten eine Vielzahl von unterschiedlichen Stoffen und unter anderem auch Schwermetalle. Und im Rahmen dieses Monitorings, das von K+S durchgeführt wird, wurden im Umfeld der Halde Hattorf erhöhte Schwermetallkonzentrationen ermittelt. Das habe ich bereits im letzten Jahr im Umweltausschuss alles ausführlich berichtet. In diesem Zusammenhang allerdings von einer Schwermetallverseuchung zu sprechen, ist schlicht polemisch und trifft auch nicht den Sachverhalt. Also, ich finde, man muss dann Skandal rufen, wenn es ein Skandal ist. Aber hier haben wir es zu tun mit einer Überschreitung der Geringfügigkeitsschwellenwerte. Das bedeutet zunächst einmal, dass man weitere Untersuchungen machen muss. Das stellt nämlich auch noch keine ausreichende Bewertung für irgendetwas dar, dass die Geringfügigkeitsschwellenwerte entsprechend überschritten wurden. Das bedeutet vor allen Dingen, erstmal keine Verseuchung von Grund- und Trinkwasser. Das ist schlicht falsch. Meine Damen und Herren, es muss also zunächst immer eine Prüfung des Einzelfalls durchgeführt werden, weil für die weitere Beurteilung eine verlässliche und ausreichende Datenbasis unabdingbar ist. Neben der Konzentration zum Beispiel spielt beispielsweise die Fracht des Stoffes eine bedeutende Rolle bei der Beurteilung. Ich habe im Umweltausschuss erläutert, dass die erhöhten Schwermetallkonzentrationen erstmals im Rahmen des Monitorings der Rückstandshalde in Hattorf im Jahr 2010 festgestellt wurden. Der Eigenbericht des Unternehmens K+S ist dann im Jahr 2011 an den RP Kassel, an das Landesverwaltungsamt Thüringen und auch an das Hallnuck gegangen. Damals wurden die im Grundwasser von Thüringer Messstellen Schwermetalle ermittelt. Dann wurde auf Betreiben des Regierungspräsidiums Kassels und des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Ursachenforschung das Messstellennetz in Hessen und Thüringen kontinuierlich erweitert und dieses auch mit den Fachbehörden abgestimmt. K+S hat sich bereit erklärt,
eine Ursachenforschung sowie Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen durchzuführen, wenn es dann notwendig ist. Und deshalb war eine Anordnung auch gar nicht notwendig. Frau Schott, nur noch einmal zur Klärung. Man muss dann staatlicherseits oder behördlicherseits eine Anordnung machen, wenn ein Unternehmen nicht bereit ist, etwas zu tun. K+S hat aber sofort gesagt, natürlich machen wir das. Insofern war keine Anordnung notwendig. Warum das jetzt zum Vorwurf gemacht wird, finde ich einigermaßen hanebüchen. Weil manchmal hat man den Eindruck, es will auch nicht verstanden werden, in welcher Abfolge was auch stattfindet. Meine Damen und Herren, anders als auf der thüringischen Seite tritt das Grundwasser auf hessischer Seite nicht an der Oberfläche zutage, weil es eben ein schwebender Grundwasserleiter ist. Das wurde eben schon ausreichend von Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten dargestellt. Wird nicht für Trinkwasserversorgung genutzt. Und das macht jetzt auch den Unterschied, Herr Lenders. Es ist so, dass in Thüringen, nachdem dort festgestellt wurde, über das Monitoringnetz, was ständig ausgeweitet wurde, dass dort der Grundwasserleiter austritt und dort die Schwermetallbelastung sozusagen an die Oberfläche tritt, wurde dann dort untersagt, die weitere Grundwassernutzung auf thüringischer Seite. Und da dieses dann publik wurde und auch dem RP Kassel mitgeteilt wurde, hat der RP Kassel gesagt, jetzt müssen wir auch die oberste Fachaufsicht informieren, weil das sozusagen dann ein öffentlicher Vorgang wird, der jenseits dessen ist, was normalerweise Fachbehörden und Mittelbehörden machen im Rahmen des Monitorings. Vorher war es aus Sicht der Behörden nicht notwendig, weil keine Gefährdung vorhanden war und bislang bis heute auf hessischer Seite keine Gefährdung von Grund- und Trinkwasser zu besorgen ist. Das macht den Unterschied. Das ist das, was sich dann verändert hat, genau, weil sozusagen die öffentliche Diskussion, K+S hat ja dann auch auf einer Bürgerversammlung in Thüringen Rede und Antwort gestanden, haben Sanierungsmaßnahmen eingeleitet. Und dann war klar, dann wird auch das Ministerium befragt, was ist jetzt eigentlich und was macht den Unterschied zu Hessen aus. Und dann muss natürlich das Ministerium unterrichtet werden, damit auch die Hausleitung entsprechend sprechfähig ist. So, meine Damen und Herren, der unmittelbare Kontakt mit Mensch und Tier ist nicht zu erwarten, nach wie vor nicht in Hessen. Und die Landökosysteme werden nach dem derzeitigen Kenntnisstand auch nicht beeinträchtigt. Und selbstverständlich werden auch im Rahmen des Monitorings Untersuchungen gemacht im Hinblick auf die Rückstandshalden in Wintershall und Neuhof. Auch hier ist an beiden Halden das Monitoring intensiviert worden. Ich will Ihnen jetzt noch einmal etwas sagen, vor allen Dingen Frau Schott, weil Sie ja auch immer so tun, als könnten alle Probleme irgendwie sozusagen entschieden werden, was nicht geht, weil das Unternehmen vorhanden ist und die Halden natürlich vorhanden sind. Ich will das ein letztes, hoffentlich letztes Mal in diesem Plenum, auch in diesem Zusammenhang deutlich machen. Wir haben in der Flussgebietsgemeinschaft, in der 8 Bundesländer gemeinsam für einen Maßnahmenplan verhandeln, einstimmig entschieden über einen Bewirtschaftungsplan und eine Maßnahmenplanung zur Reduzierung der Belastungen sowohl in Werra als auch in Weser und bezüglich der Versenkung eine Entscheidung getroffen, dass diese bis längstens 2021 überhaupt noch stattfinden soll. Einstimmig so entschieden. Und innerhalb dieses Maßnahmenplans ist auch es entschieden worden, dass wir in einem Großversuch prüfen wollen, lassen wollen durch K+S die Haldenabdeckung.
die Einstapelung von Rückständen unter Tage. Die KKF-Anlage soll bis Ende des Jahres fertiggestellt werden. Und wenn es weitere technologische Entwicklungen gibt, wird K+S die auch nutzen, um möglichst an der Quelle die Reduktion von Schadstoffen auch möglich zu machen. Dieses ist einstimmig so entschieden worden, und alle Bundesländer halten sich an diese gemeinsame Verabredung. Und es gibt eine Arbeitsgruppe, die mit K+S den ständigen Fortschritt dieser Versuche und Großversuche überprüft. Insofern glaube ich, ist es ein falscher Vorwurf, wenn Sie immer behaupten, dass wir Thüringen oder Nordrhein-Westfalen oder die Niedersachsen oder wen auch immer als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse sehen. Die Landesregierungen haben gemeinsam entschieden, und wir hoffen sehr, und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir entsprechend auch die Grenzwerte einhalten und dass wir zu einer Verbesserung der Oberflächengewässer und natürlich auch dann des Grundwassers im ganzen Bereich, wo K+S produziert, kommen. Frau Ministerin, ich muss Sie an die Redezeit der Fraktionen erinnern. Ich komme zum Schluss. Ich stehe gerne weiterhin dem Umweltausschuss zur Verfügung für alle Nachfragen. Ich werde auch weiterhin unaufgefordert informieren, wenn es etwas zu informieren gibt. Wir hatten jetzt, glaube ich, zwei Sitzungen, wo K+S kein Thema war. Das hatte mich schon leicht irritiert. Das nächste Mal könnte es sein, dass es wieder auf der Tagesordnung steht. Aber wirklich, ich bin auch gerne bereit, und das wissen Sie auch von mir, dass ich über dieses Thema gerne und ausführlich informiere, weil ich es auch für notwendig erachte, dass wir hier nicht über irgendwelche Gerüchteküchen irgendwie nur fabulieren oder dass Spekulationen im Raum sind. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger in dem Bereich Hersfeld-Rotenburg bis hin nach Nordhessen, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von K+S verdienen es, dass wir seriös mit der Thematik umgehen. Und deswegen informiere ich auch gern. Danke schön. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Große Anfrage besprochen.